Beim Gipfeltreffen am Montag hat Kanzler Scholz erklärt, dass die Bundesregierung bei der Zwei-Staaten-Lösung einen palästinensischen Staat bestehend aus Westbank und Gazastreifen anstrebt. Zur Verwunderung in den palästinensischen Gebieten auch von vielen Völkerrechtlern hat er dabei das von Israel annektierte Ost-Jerusalem nicht erwähnt. Da würde mich denn interessieren, teilt denn das Auswärtige Amt diese Darstellung des Kanzlers, dass ein palästinensischer Staat ausschließlich aus Gaza und Westbank bestehen sollte? Ich glaube, das ist jetzt Ihre Interpretation, dass der Kanzler sozusagen das ausgeschlossen hat. Ich glaube, unsere Haltung ist da sehr klar. Und die Zwei-Staaten-Lösung umfasst natürlich die Gebiete Westjordan, Gaza und Ost-Jerusalem. Wobei der Status Jerusalems natürlich nochmal besonders geklärt werden muss und im Teil einer Verhandlung geklärt werden muss. Zusatz? Des Weiteren hatte der Kanzler erklärt, dass er es als sehr realistisch ansieht, diese kommende Zwei-Staaten-Lösung anlässlich der letzten Monate. Da würde mich interessieren, worauf dieser Optimismus gerade in den letzten Monaten beim Kanzler beruht, auch angesichts davon, dass 60% der Westbank de facto von Israel annektiert sind, führende Regierungsmitglieder Besiedlungspläne für den Gaza propagieren. Genau, also da würde mich einfach interessieren, wie er diese Aussage begründet. Ja, dass die Situation zurzeit sehr, sehr schwierig, sehr ernst ist, das brauchen wir ja gar nicht nochmal neu aufzuzählen. Und ich glaube aber, gerade weil die Situation so schwierig ist und dieser fürchterliche Konflikt nun schon so lange andauert, wird es umso klarer, umso augenfälliger, dass die einzige sinnvolle Lösung dieses Konflikts eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Weitere Fragen zu dem Thema?